Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Hier ist es noch recht ruhig. Mich würde es mal interessieren, wie viel Uhr wir es hätten, also in-game. Gut, kurzer Hänger, das ist normal bei Stalker, das dürften wir mittlerweile, was heißt das, gewöhnt sein. Denn Stalker muss halt immer die neuen Gebiete, erstmal laden. Und das macht es halt einfach. Dafür will es halt keinen Lags, sondern einfach einen Ruckler haben. Hallo. Danke. So. Du hattest sogar eine gute Waffe. Die kann ich ja mal mitnehmen. Auch wenn sie bei dem Händler kaum was einbringt, so kann ich sie ja mitnehmen. Allein gehe ich nirgendwo hin. Ich sehe Sie an. Bitte tun Sie es. Wir alle sind davon abhängig. Hallihallo. Ökologen SSP 99. Danke, gezeichnet da richtig. Du hast geholfen, unseren Verbündeten Kruglo zu retten. Und um dir meine Dankbarkeit auszudrücken, möchte ich dir einen unserer Arbeitsanzüge geben. Der ist sehr nützlich, wenn du weißt schon was. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Erstmal würde ich handeln. Der hat ihn zweimal sogar noch. Welcher ist eigentlich besser? Der ist mehr wert, aber... Ich werde gleich mal sehen, welcher besser ist. Auf jeden Fall werden wir die Waffe loswerden, auch wenn die kaum was bringt. So. Ja, wir handeln erstmal die Waffe weg und schauen erstmal, was wir denn so ausgerüstet haben. Wir haben ein Kristall und ein Feuerball ausgerüstet. Ich würde sogar noch den nächsten Funkensprüher ausrüsten. Ich rede erstmal mit ihm. Ich suche Labor X16. Der Wirt hat mir gesagt, dass du Informationen über die Lage haben müsstest. Wir waren schon immer an Labor X16 interessiert, oder vielmehr an dem Mechanismus, der darin die Emissionen erzeugt, die direkt auf das Bewusstsein der Leute wirken. Aber ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Ohne eine spezielle Psi-Rüstung kommst du niemals dahin. Wir wissen, was sonst passiert. Selbst wenn du den Horden von Zombies ausweichen kannst, die den Eingang des Labors besetzen, läufst du Gefahr, einer von ihnen zu werden. Das ist alles sehr ernst. Wir haben ein Abschirmgerät entworfen, das die Emission abhält. Wir müssen jedoch weitere Messungen machen, um die Feinabstimmung vorzunehmen. Wenn du uns dabei hilfst, könnten wir dich vermutlich mit einem vollkalibrierten Prototypen für die Feldforschung ausrüsten. Messungen? Wenn du zusammen mit unserem Verbündeten alle notwendigen Messungen durchführen würdest, könnte ich dir einen voll funktionsfähigen Prototypen der Rüstung überlassen. Damit wirst du ziemlich wahrscheinlich ins Labor kommen. Diese Rüstung, von denen er spricht, ist lediglich eine Art Helmgedöns für den Kopf. In Ordnung, so machen wir das. Ausgezeichnet, sprich mit Kruglo und lege los. Er hat bereits die nötige Ausrüstung. In Ordnung. Ich werde mal mit dir nochmal reden. Hallo. Ich brauche einen Auftrag und du willst das Artefakt Gravit. Hab ich Gravit hier? Weil das würde jetzt... Tatsache, ich habe Gravit hier. Wir stehen kurz davor, die Natur der Schwerkraft zu begreifen und bald können wir eine neue Generation von Maschinen erschaffen, die auf Antischwerkraft beruhen und uns höchstwahrscheinlich zu den Sternen führen werden. Fahr noch lauter da draußen, meine Fresse. Daher brauchen wir das Artefakt Gravit und das schnell. Ich bin dabei. Bin hier. 5000 dafür bekommen. So, ansonsten würde ich jetzt gern handeln. Und zwar brauche ich davon lediglich, soweit ich weiß, einen. Davon gar keinen. Auch kein Dornkristall. Ich brauche auch keinen Schleim im Moment. Quallen haben wir auch genug. Die benutze ich alle drei. Die Qualle... Ah ne, Stein tun, ja. Gepresstes brauche ich nicht. Kristall nutzen wir im Moment. Steinblut brauchen wir auch nicht. Und den Tropfen brauchen wir, soweit ich weiß, auch nicht. Das zusammen macht jetzt 43.000 Rubel. 43.000, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ha, schön. Wir haben jetzt 56.000 Rubel. Bis dann. Ich wüsste gerne mal, ob der besser ist. Automatic Medical Systems engaged.
Der hat eine Nachtsicht. Die Sache ist, der ist bei der Panzerkappe nicht so gut. Das heißt, wir werden eher getroffen bei dem. Aber damit kann ich umgehen. Dann werde ich den loswerden. Das Automatic Medical Systems ist interessant. Der hat auf jeden Fall eine schöne Nachtsicht. Aber egal. So, darf ich nicht mit Kruglau reden? Hast du was dagegen? Ach, egal. Kruglau. Der Professor hat mich gebeten, einen kleinen Ausflug zum Messpunkt zu machen. Jetzt kommen wir zur Sache. Wir sollten sofort aufbrechen. Es wäre nutzlos, alleine dorthin zu gehen, aber mit dir ist das etwas anderes. Ich denke, wir werden schnell erledigen können. Achte nur darauf, den Leichen nicht zu nahe zu kommen. Bist du bereit? Ja. Draußen ist es zu gefährlich. Geh du vor. Überprüf das Gebiet um das Labor. Die Monster waren in letzter Zeit ziemlich aktiv. In Ordnung. Damit heißt im Prinzip lediglich, er wird jetzt rumlaufen, aber wir sollten halt vorgehen, weil hier halt Zombies rumlaufen. Und ihr seht, was für eine schöne Nachtsicht das ist. Ah. Damit kann man halt perfekt arbeiten. Er wird hierher kommen, deswegen werden wir hier nochmal oben schauen. Okay, oben haben wir geschaut. Und wir werden drinnen nochmal schauen. Weil, soweit ich mich entsinnen kann. Oh, ein Blitz. Soweit ich mich entsinnen kann, waren drinnen auch welche, die langsam kamen. Okay. Ein Blitzartefakt. Das ist noch viel, viel besser. Okay, dann ein Funkensprüher weg und ein Blitz rein. Ich meine, hallo, 73 an Ausdauer mehr. Und den gleichen Minuswert. Ich meine, normal sind es 36 und jetzt 73. Wow. Mach ruhig, also. Wie er die Waffe hoch und runter packt, so. Okay, ein bisschen viel vielleicht, aber die Strahlung ist normal. Wir müssen weiter. Wow. Okay. Ich höre Zombies. Ich sehe Licht. Ich sehe Zombie. Ich sehe toten Zombie. Munition. Ich bin ziemlich froh, dass wir auf diese Waffe gewechselt haben. Ich meine, offensichtlich ist sie wesentlich genauer bzw. besser. Ja, komm, ich lass noch an. Ich sage, sie ist genauer und dann treffe ich nicht mehr. Das ist perfekt mal wieder. Es ist so dieser typische Vorführeffekt, den man hat. Ich sage etwas, dass es so sein sollte, und dann ist es nicht so. Der Detektor dreht völlig durch. Okay, dann gehen wir noch weiter rein. Los. Lauf. Lauf, Forrest, lauf. Im Prinzip müssen wir, soweit ich weiß, hier hin, oder? Ja. Ich sehe keinen weiteren Zombie mehr. Kuckloch. Ach, da. Okay. Bei einer Eruption treffe ich nicht. Wir können ihn nicht einfach zurücklassen. Lass ihn. Wir können nichts für ihn tun. In ein paar Minuten kommt die Eruption. Mit ihm schaffen wir es nicht. Nein, Fang. Ich lasse ihn nicht zurück. Wow, 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 wow. Ist gut jetzt. Wow, 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 wow. Der Zombie lebt noch. Den müssen wir ändern. Hör auf, so rumzuschreien. Au, ouch. Du lebst? Komm, steh auf. Sei. Steh langsam auf. Es ist vorbei. Wir haben das jetzt hinter uns. Wir müssen schnellstens hier raus. Ja, komm. Ich habe die Messergebnisse. Jetzt müssen wir nur noch zurück zu dem Bunker. Dann lass gehen. Das ist ganz ehrlich, lass verschwinden, Kollege.
Kommst du gut? Du kommst. Ich passe auf, dass wir hier nicht auf irgendwas Doofes treffen. Hast du gerade das kaputt gemacht? Okay. Oh! Hi, Schnork. Cool, dann kann ich hier auch gleich eine Mission beenden wieder. Weil jetzt haben wir einen Teil eines Schnorks. Wieso ist der Schnork eigentlich so ruhig gerade gewesen? Ich meine, der hätte mich doch jederzeit anspringen können jetzt so. Kommst du? Dieses neue Item ist so awesome. Also, der Anzug ist schön, weil er so einen schönen Nachtsicht hat. Und das neue Item, dieses Blitz, so schön, weil wir jetzt halt wirklich, wenn wir rennen, wir verbrauchen nichts mehr. Also jedenfalls im Moment. Ich meine, bei so 50, also alles, was unter dem ist, zieht eh nicht sehr viel ab. Das heißt, wir werden kaum was verbrauchen. So, Licht aus. Hallo, hallo. Ich brauche einen Auftrag. Teil der Schnorkleiche beschaffen. Ich bin dabei. Also, wir haben Semenov in der Universität kennengelernt. Ich habe dort Genetik unterrichtet und er war mein Student. So wurde ich sein wissenschaftlicher Leiter. Zu der Zeit fingen wir gerade erst an, dem Geheimnis der Genommodifikation? Auf die Spur zu kommen. Also, wo war ich gerade? Hier, hier und hier. Genauer geht's nicht. In Ordnung. Verdammt. Lass mich den Prototypen justieren. Das lesen wir gleich nochmal. Also, wir können es ja schnell hier lesen. Nachrichtenverlauf hier. Auf der Spur zu kommen. Also, wo war ich gerade? Ach ja, für unsere Experimente brauchen wir frische Muskelzellen eines Schnorks. Sie werden im Moor nach diesem Genmaterial suchen müssen. Eine Hypothese besagt, dass Schnorks die nächste Stufe der humanen Evolution darstellen. Und das zu prüfen, brauchen wir einen DNS-Test. Okay. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Wenn die Messungen korrekt sind, sollte dir der Prototyp maximalen Schutz vor der Emission gewähren. Freut mich, das zu hören. Stalker. Jetzt bist du in der Lage, in das Labor einzudringen. Aber wenn du den Emitter nicht ausschaltest, wirst du nicht lange durchhalten. Auch nicht mit dem Schutz vor der Psi-Einwirkung. Wir haben den ungefähren Ort des Emitters ermittelt. Irgendwo in der unterirdischen Einrichtung. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Das ist auch gut. Wir haben den Ort des Emitters ermittelt. Irgendwo im Labor. Ja. Das ist perfekt. Also das wusste ich bisher jetzt nicht, dass wahrscheinlich irgendwas Geheimnis in einem Geheimlabor ist. Stalker, bitte. Wie genau kommt man denn nun ins Labor X16? Nein, wo ist der Eingang? Vasiljev hat an der Sache mit dem Labor gearbeitet. Vor einer Woche haben er und ein Stalker namens Ghost versucht, dort einzudringen. Ein paar Stunden später haben wir ein starkes Beben gespürt. Und eine weitere Stunde später haben wir ein Signal von Vasiljev empfangen. Es kam aus den Sümpfen, doch das Signal brach ab. Anscheinend ist Vasiljev gestorben. Versuch, seine Leiche zu finden. Er hatte die genauen Informationen über das Labor bei sich und wie man dort hineingelangt. Vielleicht hat er sogar Informationen darüber, wie man die Quelle der Emission deaktiviert. Ich habe dir alle Daten hochgeladen, die wir darüber haben. Es wäre sehr interessant, einen Blick auf diese Dokumente zu werfen eigentlich. Du meinst also, dass Vasiljev sie hat? Vielleicht. Auf jeden Fall musst du zunächst Vasiljevs Leiche finden. Das ist die einzige Chance, genaue Informationen über die Position des Labors zu bekommen. Eigentlich nicht. Das erste Mal habe ich dieses Labor gefunden, indem ich einfach nur random in diesem Gebiet rumgerannt bin und dann bin ich da reingegangen. Man kann es auch so finden. Der Leichnam deines Kollegen, Ghost, müsste sich ebenfalls irgendwo dort befinden. Weißt du, es scheint mir, dass er viel mehr über X16 wusste, als er zugeben wollte. Wenn er irgendwie überlebt haben sollte, naja, das führt natürlich zu nichts, an dieser Hoffnung festzuhalten. In Ordnung, ich werde es versuchen. So, jetzt würde ich gerne meine Mission noch abgeben. Bekomme ein... Ja, Forschungsmedikit. Okay. So, und damit beenden wir diese Folge und schauen... Ja, okay. Ich gehe gleich raus. Danke, Tür.
Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal nach Vasiljev. Also bis dann.